Abonniert das Script LP! Ausrufezeichen. XD. Spaß. Nee, warte. Punkt, Punkt, Punkt. Hallöchen, ihr Süßen! XD ist... Na, sag bitte das. Ach man, was soll denn das? Und ich hab schon gesehen, wer da unser neuer Gegner... neuer Gegner ist. Falls ihr euch fragt, was das gerade war. Ich habe jetzt vor der Aufnahme auf Skype einen Zuschauer von mir gefragt, was soll ich jetzt sagen als Begrüßung, und das hat er geschrieben. Aber natürlich, ihr kennt mich ja, ich schneide nichts heraus. Nichts Peinliches oder irgendwie sowas. Also habe ich das abonniert, bla bla bla, habe ich auch drinnen gelassen. Naja, auch gesagt. Naja, wir sind hier bei der Wild Academy und wie es ausschaut... Oh, jetzt bin ich aber überrascht. Ich habe nur Dodge gesehen. Nicht Duck, sondern Dodge. Ja, aber wie es aussieht, alle wichtigen Spieler hier sind unsere Trainingspartner jetzt. Naja, mal schauen, was sie zu sagen haben. Das hat aber gedauert. Dodge. Alessandro il Grande. Warum muss ich das so betonen? Naja. Von Lunacy, Njord Neo, von Alpine, und Bale, ich kann nicht mehr lesen. Alessandro il Grande von Lunacy, Njord Neo von Alpine, und Bale, Laurel von Kirkwood, weil ich habe mir das schon so angewohnt mit Kirkwood, egal, Kirkwood. Was macht ihr denn alle hier? Wir haben beschlossen, uns der Widerstandsbewegung anzuschließen, um für das sechste Mal kräftig in den Hintern zu treten. Wir haben keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Jetzt ist Schluss mit Anweisungen. Hochlebe der wahre Fußball! Yay! Nur dank euch haben wir bemerkt, was beim Fußball wirklich zählt. Also danke. Freut mich, das zu hören. Jetzt, wo wir also Verbündete sind, könnten wir unsere Kräfte doch in einem kleinen Übungsspiel messen, nicht wahr? Ein Trainingsspiel gegen echte Topspieler wie euch? Na klar, da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Was war das? Keine Ahnung. Habe ich mir gedacht, dass ihr da nicht Nein sagen würdet. Eure Spiele sind ja oft so spannend, dass man gar nicht hinsehen können möchte. Wenn ihr besser werdet, schont ihr euch damit eher... Lesen, Junge, lesen! Eure Spiele sind ja oft so spannend, dass man gar nicht hinsehen möchte. Wenn ihr... Was nervt ihr jetzt? War das irgendein Viech? Naja. Wenn ihr besser werdet, schont ihr damit auch unsere Nerven. Egal, scheiß auf den Satz. Super, dass sich jetzt immer mehr unsere Sache anschließen. Das Beste darin ist, dass Fifth Sector damit geschwächt wird. Ich finde spitze, dass wir nochmal gegen euch spielen können. Auf ein tolles Match! Ha. Mal gucken, wie spitze du das findest, wenn wir euch fertig gemacht haben. Wir sind bereit, wenn ihr bereit seid. Zwei Spiele vielleicht in diesem Kapitel. Sprich mit Dodge. Dodge ist jetzt auf unserer Seite und will zumindest wieder richtig Fußball spielen. Gleich haben wir ein Trainingsspiel. Yippie, yay, Schweinebacke! Ja, immer so verharmlosen diese Begriffe. Ich glaube, im Englischen sagt er Asshole, oder? Yippie-yay-yay. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Naja, aber bevor ich vergesse, da lesen. Victor ist gestern Abend alleine weggegangen. Was macht er denn? Wollte er nicht seinen Bruder besuchen? Warum stalken die alle? Egal, mit diesem Team gebe ich mich jetzt einfach mal zufrieden. Wenn ihr euch... Oder doch nicht. Oder doch nicht. Lieber stelle ich jetzt richtig um. Also bis gleich. So, alles ist bereit. Ich lasse ein paar Spieler drinnen. Naja, mal schauen, ob wir überhaupt sicher wieder so... Tu ihn rein und ihn rein. Naja, ein paar unbekannte Gesichter wollte ich auch mal drinnen haben im Team. Wenn ihr euch jetzt nicht ungespitzt in den Boden rammen sollen tun, braucht ihr ein Team-Level von Bla. Naja, egal. Los geht's. Welche Musik? Hä? 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 Hä?
Relevotional Nachrere. Okay, okay. Wer spielt denn da alles? Naja, die haben wir sowieso alle mal schon gelesen, vorgelesen. Wir wissen ungefähr, wer das ist. Royal Academy, ja. So, wie sieht's aus? Gibt das so ein richtiges Match oder? Naja, mal schauen. Mal schauen, vielleicht ist das hier wieder. Nee, ich glaube eher ein richtiges Spiel. Ja, diese Musik schon wieder. Ja, ich spiele endlich ab. Los nach vorne, alle Leute. Los. Nein, warum denn hoppla? Victor, warum du, Victor? Ah, war doch nicht. War doch nicht Victor. Ach, Kampfgeist jetzt schon? Bist du deppert? Wer bist du? Ich weiß nicht. Wer bist du? Berserker. Oh, oh. Nein. Komm schon, Victor, das ist deiner. Warum denn? Warum? Da gibt immer so Blut. So, jetzt mach ihn rein. Oh, oh. Schnell, bevor dieser Typ da unten ist. Da hinten ist. Pinguine! Habt ihr das schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich mal gezeigt habe und was nicht. Der muss reingehen. Oder? Naja, mal schauen. Nee. Blöd. Das war echt nicht übel. War das gescriptet oder sowas? Ha, das Scripted LP, versteht ihr? Naja. Das war echt nicht übel. Torwart ist wirklich eine tolle Position. Macht Spaß. Und man kann sich echt beweisen. Richtig, echt beweisen. Was habt ihr mit den Kampfgeistern? Nein! Das war sowieso das Nervigste im letzten Match. Dieser blöde Tormann mit seinen blöden Blödigkeiten. Auf ihn! Komm schon, Erwion, wir wollen dich haben. Schon wieder, was ist los? Kann man... Was ist los denn? Was ist denn los? Mal schauen. Muss ich jetzt einen einsetzen? Nein, drei gehen. Das wollte ich nur anschauen. Mann denn? Warum wollte ich Mann denn sein? Jumbo Presse. Yay! Plus eins sogar. Sogar. Naja, los! Einfach mal aufs Tor schießen und seine Energie verschwenden. Eislaufblock. Armer Victor. Diese Haltung gerade. Nee, Jumbo Presse. Komm schon. Argotte. Angst des Eierlösers. Naja, auf ihn mit Gebrüll. Nee, wir besprechen. Da. Ich hätte den Zweikampf verloren, hätte ich das nicht eingesetzt. Wir besprechen. Nice. Haben wir das nicht... Ich weiß nicht mehr. War das nicht 3 irgendwann einmal? Ja, du mich auch mit deinem blöden Abseits. Ich muss... Mal schauen, ob man das gehört hat. Was denn? Warum nach hinten? Ja, Zeitverzögerung. Naja, mal schauen. Victor, setz deinen Kampfgeist ein. Ja. Los, Victor. Du schaffst das, Lancelot. Ja, ich... Boah, ich hab da wirklich ein paar Mal aufs Tor gedrückt, aber nee. Los, geh rein. Ich will 1-0 und dann... Mal schauen. Mal schauen, was dann passiert. Und? Jawohl, gut gemacht, Victor. Ich bin stolz auf dich. Und schon wieder diese Stimme da, diese Fehl am Blatt Stimme. Juhu. Das war schon fast zu einfach, oder? Ja, die reden immer wieder das Gleiche. So. Du. Alle da hinbücken tun. Auf sie mit Gebrüll. Ah, das ist mein Gebrüll. Da kriegt man schon Angst, wenn man das hört, oder? So. Nein. Gegge. Und setzt du das ein? Deshalb haben wir das in der Tasche. War das? Nein. Victor, und rein mit dir. Noch einmal. Es hat beim letzten Mal so gut geklappt, also muss es jetzt auch passen. Mal schauen. Schön sogar. Gigantenzange. Und? Oh, schade.
Aber der hat auch fast keine Energie mehr. Das ist gut, weil ich hasse es, wenn die... Oh, das wird blöd. Ich hasse es, wenn die Torhüter so einen Kampfgeist haben, weil da kann man nicht viel machen. Da kann man wirklich nicht viel machen dagegen. Team Plan B, wir werden gewinnen. Ja, wir sind auf den guten Weg. Irgendwie so. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch. Nanu, was ist denn jetzt los? Da scheint eine Kraft in mir zu wachsen. Das Gefühl kommt mir irgendwie bekannt vor. Evolutionieren? Digitiert dein Kampfgeist oder irgendwie sowas? Das wär's ja. Das wär's ja, wenn das die Kampfgeister können. Okay, das sollten wir gewinnen. Oder ihr setzt sowas ein. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Irgendwie... Das ist irgendwie der Angriff da, der Yamcha-Angriff mit seinem Kugelblitz da, den er dauernd herumsteuert. An das musste ich denken, ist das nicht schön. So, los, Doppelpass, Trippelpass, Viertel, Fünftelpass, was ist denn Viertelpass? Ja, warum bleibst du einfach so blöd stehen und und rein mit dir. Naja, den wirst du wohl noch halten, wahrscheinlich. Aber dann sollte deine Energie futsch sein. Futschi, futschi. Und rein mit dir. Boah, ey. Was war das für dort? Das verdient sogar eine Wiederholung. Das war ein geiler Treffer. Voll Latte und dann rein. Keine Chance für den Tormann. Keine Chance. Seht euch das an. Oh, ich bin stolz auf das Tor. Gut gemacht. Gut gemacht, Lucien. Luke. Wir werden unsere Verteidigung aufrüsten. Juhui. Ja, ja. Ich weiß. Wir reden immer das Gleiche. Bla, bla, bla. So. Aber das Tor war wirklich gut. Das Tor. So, Wirbelsprint noch einmal. Juhu. Und ich kann das nicht überspringen. Ja, wie gesagt, ich finde das gar nicht schlecht, diese Animationen und dass das möglich ist mit diesem... Warum rennt jeder auf einen Ball zu? Dass man das einbaut ins Spiel. Mal schauen, vielleicht gewinnen wir ja. Also sowas, das macht auch alles noch mal ein bisschen interessanter. Dass diese Spezialtechniken und die Kampfgeister und alles. Aber... Das kann ein bisschen nervig werden, wenn man das in einem Spiel fünfmal das gleiche ansehen muss oder irgendwie sowas. Warum kann man das dann nicht überspringen, wenn man will? Naja, das könnten wir mal... Okay. Ach so, jetzt habe ich mich schon gewundert, was ist jetzt passiert? Spezialtechnik, was denn? Donnerschlag, hey, ihr klaut unseren Taktiken. Unsere Taktiken, ja. Kampfgeist, wer denn? Nicht der Ball ist, oder? Ich glaube, das ist der, oder? Das ist wirklich doof, ja. Oh, was für ein Fehler. Komm schon, Energienetz. Komm schon. Jawohl. Das war ein Fehler. Das hätte das 3:1 sein können. Haben wir 3 Tore? Ich weiß nicht. Kampfgeist setzen wir da sein. Nein. Das habe ich ja mal angesprochen in dem Spiel. Gegen wen? Was gegen Royal Academy, diese Musik, die jetzt gerade spielt? Geist plus 1, okay. Mann, warum hat der noch seinen Kampfgeist? Der oder die, wer auch immer dieses Viech da ist. Dieses Viech. Naja, diese eine Stelle da in dieser Musik, die... Ja, ich werde es beim nächsten Mal sagen, welche ich meine. Die mag ich. Die mag ich wirklich. Die mag ich voll gern tun. Voll gern tun. Doppelfalle? Haben wir das schon mal gesehen? Ja, natürlich. Ja, da. Ja, faul. Ich wollte es gerade ansprechen. Weil irgendwie ist doch der Schiedsrichter fehl am Platz, weil meistens geht das durch. Solche Attacken. Und das ist normalerweise faul, was die da immer machen. Machen Sachen. Deswegen ist der Schiri zumindest abseits ist er gut. Das ist ja gut. Angreifen. Weißer Bauer. Du Bauer. Und. Autsch. Naja.
Was wollte ich sagen? Ich glaube, die Musik war gerade jetzt und ich habe es verpasst. Was wollte ich denn sagen? Ich weiß nicht mehr. Wirklich, ich hab's Alzheimer. Naja, egal. Seht euch diesen Typi an. Geh weg, du Miststück, du wirst mich nicht versiegen. 300 zu 61. Wollte ich irgendwas zur Technik sagen? Irgendwas wollte ich da schon sagen. Ich weiß nicht mehr. Los, renn einfach aufs Tor zu und schieß jetzt das Tor. Pegasus, Jock kannst du nicht einsetzen. Warum nicht? Naja, einfach mal schießen, da müsste auch angehen. Erstens, weil effektiv und zweitens Kampfgeist. Ja, dann bringt dir das auch nichts. Ja, das nervigste überhaupt. Torhüter mit Spezialtechniken. Mit sehr vielen... Nicht so, Leute. Warum hat der jetzt diese Stimme? Naja. Torhüter mit Kampfgeist und mit Dingsbums. Mit Dingsbums, ja. Ausdrücken, nicht so gescheit bin. Naja, was wollte ich sagen? Was ist denn jetzt schon? Achso, es ist zu Ende der Spiel. Naja, Kampf, mit Kampfgeist und einigen Spezialtechniken. Und mit vielen Punkten, dass sie diese Spezialtechniken einige Male einsetzen können. Das ist am nervigsten. So. Wie konnten wir nur verlieren? Das haben wir echt gut gemacht, Leute, von heute und morgen. Seht euch das an. Jetzt habe ich schon geglaubt, 6 zu 0. Weil 6 zu 0 ist Torschütze. Torschütze? Was? 6? Wow, das sind viel Punkte. Das sind viel Punkte. Grazie, Lzemen. Lzemen, wir wissen, eure Hilfe zu wirklich zu schärfen. War echt lehrreich heute. Keine Ahnung, warum ich jetzt so reden musste. Finden wir auch. Fühlt sich echt toll an, einfach mal drauf loszuspielen zu können, Team, irgendwie. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die durch euch den wahren Fußball wieder schätzen gelernt haben. Dieser Typ da zum Beispiel, wer? Achso, Victor. Tut uns allen einen Gefallen und rettet den wahren Fußball. Wir zählen auf euch. Genau. Da kommen mir gleich die Tränen vor Rührung. Ach, jetzt reich dich mal an Riemen. Du sollst trainieren, nicht trainieren. Trainieren, versteht ihr? Oh, so lachen ist anstrengend. Sam, Alessandro, mein Kopf tut jetzt weh wegen dieser Lache. Oh, Kopfweh. Warum musste ich so lachen? Das hat mir heute echt Spaß gemacht, aber... Könntet ihr mir vielleicht bei meinem Torhütertraining helfen? Hä? Ach, du meinst das ernst? Ja, ich möchte zwischen den Posten stehen und unseren Kasten sauber halten. Klasse, ich habe schon drauf gewartet, dass du fragst. Hätte zwar nicht gedacht, dass du es so ausdrücken würdest, aber... Bum, 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 die Nachbarn trampeln herum. Dann hilfst du mir also? Ich verspreche dir, ich werde alles geben. Super, JP, das motiviert. Da werde ich bestimmt auch gleich noch viel härter trainieren. Oh ja. Von diesem Moment an trainierten wir jede freie Minute mit Dodge und unseren neuen Verbündeten für das Halbfinale. Genau. Ist das nicht schön? JP hängt sich ja voll rein. Aber meinst du, der Kleine hat echt das Zeug zum Torwart? Ich weiß es auch nicht. Sam hat aber gesagt, dass er ihn schon seit langer Zeit genauer beobachtet. Er wird auf jeden Fall besser. Ich habe gesehen, wie er einige schwierige Bälle aus der Ecke gefischt hat. Ein paar waren aber auch drin. JP, konzentrier dich mehr auf den Ball. In einem richtigen Spiel weißt du nicht, wann plötzlich jemand abziehen wird. Ja, okay, weiß ich doch. Los, weiter! Sam, was hältst du davon, wenn wir ihn einer kleinen Feuerprobe unterziehen? Und was genau hattest du denn gedacht? An das hier zum Beispiel. Ja! Ja, immer auf die Schwachen. Mal sehen, ob du einen Schuss von meinem Kampfgeist halten kannst. Falls nicht, wirst du einfach weggepustet.
Einfach so. Und... was? Wie soll ich so ein Ding denn halten? Du musst sowohl Spielfeld als auch Spielgeschehen komplett überblicken. Und ich weiß, dieser eine Satz von JP, den könnte man zwei... Ich weiß, so pervers und so lustig. Ich weiß. Ja. Ein entschlossener Torwart kann ein Spiel entscheiden. Mehr noch als ein Stürmer. Das ist das Tolle an dieser Position. Welche Musik? Ich muss es versuchen. Ich muss diesen Ball halten. Was? Juhu! Neue Musik! Juhu! Abgewehrt! Den Schuss eines Kampfgeists? Der Kampfgeist von diesem Il Grande muss sein ganzes Potenzial aus ihm herausgekitzelt haben. Na, das nenne ich mal eine Überraschung. Chappy, du hast es geschafft. Du hast den Kampfgeist entfesselt. Das ganze Training hat sich also ausgezahlt. Ich habe einen Kampfgeist entfesselt. Oh, Lavashababa! Chappy hat den Schuss mit seinem eigenen Kampfgeist gehalten. Ja, jetzt, wir wissen, dass er einen Kampfgeist hat. Ihr müsst das nicht tausendmal wiederholen. Dann hatte ich mich also nicht in den Fick getäuscht. So wirklich glücklich siehst du aber nicht aus. Ja, ist ja klar, weil er jetzt ersetzt wird wahrscheinlich. Was? Naja, der Kleine hat gerade ein Niveau erreicht, von dem ich nur träumen kann. Da kann man schon ein bisschen neidisch werden. Stolz bin ich aber auch. Typen wie JP und Arion sind im richtigen Moment zu uns gestoßen. Sie werden Raimund weiterbringen. Typisch, dass du so denkst. Ich persönlich bin noch lange nicht bereit, Platz für die Neuen zu machen. Und jetzt wird erstmal weiter trainiert. Jawoll, ja! Jawoll, ja! Ich kann hell sehen, Zukunft sehen. Atlas, holt euren Atlas raus und schaut irgendwie die Atlantis nach, irgendwie so. Naja. Sprech nach dem Training mit Sky. Aber im nächsten Part. Bye, bye. Mann, ich hätte ihn fragen sollen, was ich als Verabschiedung redet. Naja, dann sage ich einfach, was hat er als nächstes geschrieben? Moment. Der liebe Moritz. Da. KK, also nicht Kacker, sondern den Buchstaben, zweimal K und dann. wie spricht man diese Dachel aus? Naja. KK! Tschüss, irgendwie so. Nein, ich muss mit KK beenden. KK! Dachel.